An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es zu heftigen Gefechten gekommen. Diese Bilder der Nachrichtenagentur AFP von der libanesischen Seite zeigen Rauchwolken in der Gegend. Reporter auf beiden Seiten der Grenze berichteten von lauten Explosionen. Die israelische Armee verhinderte nach eigenen Angaben das, so wörtlich, Eindringen von Terroristen über die Grenze. Die Armee habe zu Verteidigungszwecken mit Artillerie über die Grenze geschossen. Israel hatte bereits in den vergangenen Tagen Truppen an die Nordgrenze verlegt. Israelische Medien berichteten von möglicherweise bevorstehenden Vergeltungsaktionen der schiitischen Hisbollah-Miliz für den Tod eines ihrer Kämpfer im benachbarten Syrien, mutmaßlich bei einem israelischen Luftangriff. Die Hisbollah bestritt jede Verwicklung in die Gefechte. Sie wird vom Iran unterstützt und kämpft im syrischen Bürgerkrieg für die Regierung in Damaskus. Kürzlich hatte Israel nach einem Beschuss aus Syrien Stellungen der syrischen Armee angegriffen. Die UN-Friedensmission UNIFIL forderte nach den Gefechten maximale Zurückhaltung von beiden Seiten. Offiziell befinden sich Israel und der Libanon noch immer im Krieg.